Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge ATS. Hier mit mir, dem Marc, und mit meinem Talkgast Maurice. Dachchen. Ja, das war so jetzt eine Person, die leider da war. Muss ich nur gucken. Ein Kommentar dazu. Wie komme ich jetzt hier raus? Geht nur, glaube ich, nur in die Richtung. Ja, Maurice hat ein längeres Thema, das heißt, längster Auftrag, den ich kriegen kann. Ich fahre, Maurice labert. Kann der eh gut. Also von daher viel Spaß. Aber ich garantiere nicht, dass ich die ganze Folge durchkriege. Da sagen wir mal den ganzen Auftrag. Maurice, ich fahre schnell, weißt du doch. Ja, ich befinde mich zwar in Umsee, aber Marc hat mich gefragt, ob ich Talkgast sein möchte. Und da habe ich mir gefragt, warum nicht? Das ist eh nichts im Moment zu tun. Ja, mein Thema, worüber ich sprechen möchte, ist GTA. Vielleicht ja schon einige wissen, habe ich mir das letztes Wochenende gegönnt, aber was bisher ich da Probleme nur mit hatte, das werde ich euch heute mal erzählen und wie ich jetzt so den Freitagabend plane. Ja, fangen wir als erstes an. War ja erstmal das Problem, dass ich erstmal das über eine Internetseite gekauft habe und ich erstmal den Code für die alte E-Mail-Adresse von meiner Mutter erstmal haben musste. Ich hatte mir das Samstag bestellt, am Dienstag hatte ich den Brief bekommen. Super. Das ist ein Vollidiot. Ehrlich gesagt, Maurice, das, was du gerade gesagt hast, passt zu meinem. Also auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall hatte ich dann das Spiel erstmal, also die Exe zum Installieren gedownloadet. Das hat dann geklappt. Dann habe ich mich beim Social Club angemeldet und so weiter. Das hat dann auch alles funktioniert. Ja, jetzt ist das Problem, jetzt muss ich ja 63 GB installieren, und zwar so eher gesagt downloaden erstmal. Und da ist nämlich das Problem. Und zwar habe ich seit Dienstag jeden Tag versucht, es zu downloaden. Immer nach einer 5 Minuten oder 10 Minuten oder Viertelstunde oder 20 Minuten. Ich immer die Fehlermeldung, kann nicht zum Rockstar-Server verbunden werden. Ja. Und dann habe ich herausgefunden, dass wenn man immer auf wieder erneut klickt, eher weiter installiert. Das heißt, dass man immer weiter geschritten das downloadet wird. Das heißt, ich bin im Moment jetzt bei 18 GB von 63. New Record. Das ist schon einiges und da habe ich mir überlegt, am besten machst du die Nacht durch, dann kannst du den Scheiß hoffentlich installieren. Also er sagt so circa 9 Stunden noch. Es wäre jetzt circa 3-4 Uhr. Also das wird eine sehr, sehr lange Nacht. Dann werde ich jetzt mal ins Bett gehen, vielleicht so bis 11, 12 Uhr pennen. Mal gucken, wie es so kommt. Und hoffen, dass das dann geht, funktioniert, dass ich das dann auch aufnehmen kann. Was ich jetzt schon verraten werde, wenn es dann funktioniert, irgendwann, werde ich einmal Custom Maps spielen, wie vielleicht einige LP mit Kev und so kennen, die zocken die auch. Dann werde ich auch, versuche ich die Maps von denen zu downloaden und auch die zu spielen. Und damit wir immer mal so einen Vergleich haben zwischen denen und die, zwischen denen und mir, was ich so als Anfänger kann. Oder wie schnell ich als Anfänger fahre und so weiter. Und ja, wie es halt so ist. Maurice ist kein Anfänger, das kann man noch als Loser bezeichnen. Halt die Fresse. Ja, als zweites habe ich noch auf also eher gesagt noch zwei Sachen. Eins habe ich mir auf jeden Fall schon mal angeguckt, und zwar ist das der LSBFR Mod, das heißt, du bist Polizei da in Blaine County, und das wäre jetzt noch so ein Ass im Ärmel, falls im Moment erstmal gar nichts geht. Das wäre, wie gesagt, so das zweite, was ich hätte. Da muss ich überlegen, ob ich das vielleicht irgendwie wechselnd mache oder mal eine Woche ja nur 5 Tage mache oder vielleicht dann die nächste Woche Custom Maps, und das halt immer im Wechsel ist. Das muss ich halt noch überlegen, wie ich am besten mache. Und da muss ich halt mal schauen, wie das mit dem Internet läuft heute Abend, dass ich da einigermaßen viel downloaden kann, dass ich das dann alles hinkriege. Wir werden sehen. Morgen früh, ich werde dann wohl morgen auch ein Video machen. In dem Video werde ich dann sagen, so, Maurice, kannst du ja heute Nacht machen um 3-4 Uhr, wenn es gedownloadet ist.
Aber ich weiß nicht, ob ich das noch heute Abend schaffe. Ja, warum? Du hast ja noch Zeit. Ob du jetzt 5 Minuten länger machst oder nicht? Hat hochladen, das kannst du dann auch direkt machen, dann kannst du mich deinen Computer anlassen und dann. Nee, ich mache den Computer aus dann erstmal. Na dann. Vielleicht mal gucken, vielleicht ändere ich das. Ach, ich muss mal schauen. Wie viel lasse ich das noch ändern? Das Hochladen werde ich dann wahrscheinlich morgen auch machen, wenn ich dann wach werde. So, das ist erstmal soweit mein Thema. Also ich habe noch 60 Meilen. Naja, wir werden mal sehen, vielleicht findet man sich hier gleich noch irgendwelche Sachen zum Aufnahmen oder so, oder was wir dieses Jahr noch aufnehmen, so was man halt noch besprechen könnte. Ja, wie gesagt, ich fahre gerade um sie, für die, die es interessiert. Grund, glatt, ach. Spandau. Spandau, Linie 137 von Bergstraße, ehemalig Stadtgrenze. Sag ich doch von A nach B. Ach, ja, lol. Ja, das hätte ich jetzt vielleicht aufnehmen sollen. Gib Stoff, Junge, hallo. Mach doch einen Screenshot, den schickst du mir rüber und ich bastel den mit rein. Oh, Screenshot gemacht. Fresse, Junge. Steht da mitten, ich stehe rechts an der Haltestelle und der parkt direkt auf der Spur daneben und lässt da Fahrgäste rein. Ich komme natürlich nicht weg. Ach ja. Um sie. Ja, Gladbeck bald in. Genau. Ja, auch nochmal so eine Sache. Ich hoffe, dass ich es bis Dienstag kriege. Hoffe ich einfach mal schwer. Dass ich am besten noch Dienstag aufnehmen kann und auch fertig machen kann und hochladen kann. Da ATS geht ja eigentlich, wenn die Qualität jetzt gut ist. Die Dateigröße ist nach dem Codieren bedeutend kleiner geworden. Ich hoffe einfach mal, dass die Qualität auch so gleich geblieben ist. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Genau. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, vielleicht werde ich mir auch noch mal Gladbeck holen. Irgendwann muss ich mal gucken. Vielleicht hole ich mir auch noch mal Multiplayer, mal schauen. Aber aktuell ist der Multiplayer, den habe ich ja schon. Ich habe ja mich auch schon mit Harry im gleichen Unternehmen beworben. Aha, das hat schon auch soweit mal alles geklappt. Wie weit bist du also? Oder wie weit bist du denn jetzt da? Ich bin jetzt gerade an welcher Haltestelle oder was? Oder meinst du jetzt beim Multiplayer? Bei dem Unternehmen, wie sieht da aktuell bei deiner aus? Bist du angestellt? Ja, du, ich habe da jetzt über eine Woche nicht gefahren. Von daher, ja, muss ich eigentlich mal wieder fahren. Na, du fährst doch gerade, oder ne? Ja, ich fahre gerade Singleplayer, ich weiß nicht mehr. Ja. Oh, hat jetzt keinen Bock, auch noch Internet für den Multiplayer auszugeben. Du hast, Maurice, du hast ein Problem, dann brauchst du nicht noch ein zweites. Genau. Wie gesagt, ich werde mich dann wahrscheinlich dann so nach der Folge, werde ich dann auch vom TS nachher dann rumgehen, werden wir dann schön Musiker machen. Dann bis 4 Uhr wird in der Zeit das irgendwie mit Hängen und Würgen das downloaden. Ja, ich weiß nicht, ob es bis dahin fertig ist, wenn ich muss es halt bis 6 Uhr machen. Egal, ich werde das jetzt die Nacht durchziehen. Mir jetzt egal. Also ich habe das Spiel dann morgen gedownloadet, weil es geht mir jetzt schon auf die ID 4 Tage. Aber ich bin ja davon ausgegangen, okay, ich sag mal Dienstag mit Boss, das ist am 19. Nee, Pustekuchen. Also. Ist ja meistens. Ist ja meistens, ja. Soll ich dir sagen, was ich vergessen habe? Was denn? Ich habe vergessen, den Ingame-Sound wieder anzumachen. Egal, dann kriegt ihr auf jeden Fall diese Folge mal ohne Sound. Ist mir jetzt gerade so eingefallen. Jedenfalls mit meinem schönen Gesprächssound und Maurice seiner affenartigen Stimme. Halt die Fresse. So, da ist wieder Sound. Jetzt können wir weiter juckeln. 9 Minuten. Auf jeden Fall, Bus ist voll meiner. Da ist nichts mehr Platz. Manfred ist auch bei 4-mal drin. Da ist Achsenbruch auf allen 3. Fahren Gelenkbus, Solaris. Wie gesagt, wie es interessiert. Oh, du Wichser, ey. Ich? Nein, Auto. KI, kennst du doch. Ach ja, typische Probleme auch bei Omsi. Zur KI, na, wenn ihr dich mal langsam Omsi 3 besser wird, dann sehe ich rot. Ich sehe schwarz. Ich sehe dunkelrot bis schwarz, violett. Ja, genau. So, ich habe noch 8 Meilen. Eine kurze Folge nur.
10 Minuten. Bis sie eingepackt hat, vielleicht. Ja, endlich. Ja, dann habe ich ja doch gut umgekriegt. Ich dachte, das wäre jetzt eine richtig lange Folge, 20 Minuten oder 60 Meilen ist ja ein Witz, du. Das sind halt Meilen, du musst halt durch 1,6 rechnen. Dann hast du die Kilometer raus. Ja, dann rechne mal durch 1,6. Ja, der Taschenrechner liegt vor mir. Was, wie viele Meilen hatte ich jetzt? Weißt du das noch? Was, 60 sagtest du vorhin? 60? 60 noch. 60 noch. Ich bin jetzt eh gerade am Ab. Ich habe jetzt noch 0 Meilen, also ich stehe förmlich davor. Bestätigung, wo müssen wir denn jetzt hin zu dem Puff? Ich sehe es ja gleich auf der Endabrechnung, wie weit ich gefahren bin, sage ich es mal so. Ja. Ist nur die Frage, muss ich da oben her? Ja, aber ich komme da gar. Oh, Wichse. Kann nicht sein. Das ist sehr viele freie Wörter hier, ne? Wir benutzen. Naja, ich sag mal nichts. Ja, ich bin überlegen, ob ich vielleicht noch ein Bierchen mir hinstelle nachher. Ich habe meine Mutter schon sowas angedeutet. Also sie hat nichts gesagt, ne? Ich hänge. Oh. An der Auf. Naja, das könnte eine Waage sein. Da hänge ich aktuell drin. Ja, wie gesagt, vielleicht werde ich mal wieder um sie machen. Wenn GTA gar nicht geht, dann werde ich mal gucken, dass ich um sie wieder weiter aufnehme. Dann seht ihr ab morgen um sie. Ja, morgen weiß ich nicht, aber wahrscheinlich Montag, weil ich mich dann natürlich auch immer ein bisschen vorbereiten muss. So, alle guten Dinge sind zwei. Zweiter Anlauf. Jetzt mal ein bisschen weiter rausholen. Ein bisschen zu weit. Ja, Dreck, das war wieder nix. Könnte aber fast. Ah, ja. Fast, meine Dreck. Also gesagt, wir müssen mal gucken, was wir noch so dieses Jahr aufnehmen, außer LS und jetzt ATS erstmal. Ja, ich habe gleich noch ein Thema für die nächste Talkrunde. Hätte ich für dich noch was ja, beide eher. Musst du Gas geben, ich habe die Hälfte der Tour hinter mir. Ja, ich bin gerade eher am Hinstellen. Aber das kann noch nicht angehen, ey. Der ist so schwach, der LKW. Ja, deswegen fahre ich auch immer im ETS schön mit Scania 1000 PS Motor. Das ist ja auch kein Scania, was ich hier fahre. Das ist ATS, kein ETS. Ja, ich sag ja nur. Ja, hallo, Blinker geht raus. Ja. Ach, wieder alle 100 Meter ist hier eine Haltestelle, Mini. Das ist doch zum Kotzen, ey. Bin ich nicht zu voll zum Laufen hier oder was? Berlin halt. Ja, auf jeden Fall ist der Bus immer noch voll. Volle Busse immer gut. Oh, Bus ist voll. Ich glaube, der müsste sogar voll sein. Und mal eben rum. Ja, der sieht knuffig voll aus. Knuffig voll? Was für Wörter hier? Also, jetzt könntest du ja sogar einen großen Gruppensex machen. Wir wechseln das Thema. Ah, fick, jetzt kommt hier ein LKW und ein ganzer Stau. Oh, fick die Henne. Komm, jetzt ist der Blinker raus, so. Mensch, so. Beschissene Fahrer haben sie auch noch nicht. Markus? Was willst du? Markus. Ja. Auf unserem Test gerade. Ist das der von Minecraft? Warte. Guck dir das mal eben an. Ich beende dann gleich die Aufnahme. Ja. Geh einfach. Geh mal eben kurz ja, raus. Geh mal eben. User left your channel. Over. Okay, er ist wieder weg. So, warum auch immer, frag mich nicht. Gefahrene Strecke 205 durch 1,6 128 Kilometer. So, das heißt, das war wieder Eurotruck Simulator. Ach, meine Fresse. ATS. Da habe ich auch gerade gedacht. ATS mit Talkgast Maurice. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.